Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Es ist wieder 3 Monate her und das bedeutet, heute kommt mein neues Top 10 Video. Die 10 Tabaksorten, die ich in letzter Zeit am meisten geraucht habe, die ich in letzter Zeit am besten finde, heute in meinem Ranking. Wir starten mit Platz 10, arbeiten uns langsam bis Platz 1 hoch. Ich muss aber noch dazu sagen, dass ich die letzten Monate ehrlich gesagt relativ wenig durcheinander geraucht habe. Also das war irgendwie, weiß ich nicht, ich habe sehr oft dieselben Sachen geraucht, sehr oft sehr ähnliche Sachen geraucht. Teilweise war es mein Platz 1, dann oft noch mit anderen Sachen gemischt und so. Aber Platz 10 bis 5 habe ich tatsächlich gar nicht so übertrieben gesuchtet. Immer noch sehr gute Sorten meiner Meinung nach, aber habe ich gar nicht mehr so krass oft geraucht. Ich habe natürlich gerne für euch trotzdem andere Sachen getestet, aber wenn es einfach nur darum ging, ich rauche jetzt ein Köpfchen, dann war ich sehr oft bei denselben Sachen. Angefangen mit dem Shades Blugasmus. Ist ein Blaubeertabak, der aber noch so gewisse Cassis und Bärennoten mit dabei hat. So eine pure Blaubeere habe ich tatsächlich relativ wenig geraucht in letzter Zeit. Also so gut wie fast gar nicht mehr. Aber umso schöner, dass mich der Blugasmus da eben doch wieder abgeholt hat. Und ich jetzt wieder Blaubeere rauche. Wenn auch nicht pur, sondern mit anderen Sachen zusammengemischt. Also zum Beispiel hier wie mit Cassis mit dabei. Platz Nummer 9 ist der Tangiers Maraschino Cherry. Eine sehr besondere Tangiers-Sorte. Leute, bei Tangiers muss ich einfach kurz dazu sagen, das Zeug gibt es in Spanien, das Zeug gibt es in USA. In Deutschland gibt es ihn leider nicht. Ihr habt da keine andere Möglichkeit, als Freunde zu fragen, die ins Ausland fliegen, ob die euch den mitbringen. Ich habe da das Glück, dass ein paar Freunde von mir das relativ regelmäßig machen und ich da dementsprechend auch ab und zu mal was mitbestellen kann. Und wenn ich da was mitbestellen kann, ist es oft Tangiers. Und wenn es Tangiers ist, ist es fast immer auch Maraschino Cherry. Habe ich auch gerade wieder neu aufgefüllt, weil die letzten 250 Gramm schon wieder weg waren. Was ist überhaupt Maraschino Cherry? Maraschino Cherry ist eigentlich das amerikanische Wort für diese Cocktailkirsche. Ich finde, man muss das aber eher so beschreiben, dass hier so eine Art Marzipannote mit dabei ist. Also Marzipan ist eher so das Übergeordnete. Das ist eher so eine, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber er hat so einen ganz leichten Marzipan-Touch, aber wirklich nur minimal. Also darf man sich jetzt nicht zu krass vorstellen. Das ist kein Kirsche-Marzipan-Tabak, sondern wirklich ein Kirsche-Tabak, der eben so einen ganz leichten Touch von dieser Marzipannote hat. Ich denke, die Leute, die Cocktailkirschen kennen und so, die wissen genau, was ich meine. Für mich aber eine krasse, krasse Tabaksorte, die mega einzigartig ist. Rauche ich, wie gesagt, nicht so ultra, ultra oft, aber ab und zu habe ich da einfach heftig Bock drauf. Eine Sorte, die ich in letzter Zeit gar nicht mehr so häufig geraucht habe, aber trotzdem einfach in meiner Top 10 sein muss. Hookah in Greenlean. Ewiger Begleiter, schon so lange mit in meiner Top 10 Liste und immer noch so ein guter Tabak. Wenn man den beschreiben will, das ist einfach Limette voll in die Fresse. Mische ich gerne, rauche ich oft pur, läuft in fast allen Setups und deswegen muss da bei mir auch ein Kilo von am Start sein. Platz 7 habe ich im Moment nicht da, weil er gerade wieder leer ist. Deswegen halte ich hier einfach so irgendeine andere Alfacher-Packung, das ist jetzt gerade der Doppelapfel, irgendeine andere Alfacher-Packung ins Bild. Aber es geht um den Crystal Yellow. Alfacher hatte ja sehr lange ein gewisses Problem damit, diese Cooling-Sachen zu verpacken. Wir hatten dann einmal die Authentic Shisha Line, das war wirklich Tabak. Und dann hatten wir die Fresh Shisha Experience. Und die Fresh Shisha Experience war Tee mit Minze und dann konnte man das dazu mischen, aber diese ganze Teelösung fand ich irgendwie nicht so geil. Alfacher hat dann doch nochmal 3 neue Sorten rausgebracht. Es gibt jetzt den Crystal Yellow, den Crystal, also zumindest den Crystal mit Traube und den Crystal mit Doppelapfel. Aber der Crystal Yellow war für mich ein wirklich saugeiler Tabak. Es soll zwar eigentlich einfach ein Zitrone mit Cooling sein. Ich finde, die Zitrone geht aber mehr so in die Richtung Nimm 2. Und das fand ich einfach saulecker und habe ich mega oft gemischt in letzter Zeit. Also die Dose habe ich so schnell leer gesuchtet. Brauche auf jeden Fall jetzt eine neue Dose davon. Super leckeres Ding. Der nächste Tabak auf unserer Liste ist der Must-Have Pinkman. Muss ja jetzt aber auch irgendeine andere Dose hinhalten, weil den Pinkman habe ich vielleicht auch vor 2 Tagen leer gemacht und muss jetzt erstmal wieder neuen bestellen. Generell neigt sich mein Must-Have-Vorrat langsam dem Ende zu. Da muss auf jeden Fall mal wieder eine schöne Bestellung getätigt werden, wenn die Sorten wieder bei Must-Have am Start sind. Aber der Pinkman, eigentlich ein Grapefruit-Tabak, aber extrem süß und es ist so eine, für mich ist das so eine komplette Mischung aus, ja, ihr habt schon eine sehr süße, fast schon so eine Süßigkeiten-Grapefruit, aber noch mit so anderen Früchten ja mitschwingen. Für mich ist es mehr so ein rote Beeren-Mix, der aber zum größten Teil diese Zitrusnote von der Grapefruit hat. Aber
trotzdem, also wenn man sagt, das ist ein Grapefruit-Tabak, dann wird das Pinkman, glaube ich, einfach nicht gerecht. Deswegen muss man ihn noch so ein bisschen mehr umschreiben. In letzter Zeit mische ich ihn tatsächlich sehr viel rein, also auch mal bis zu 50% oder 70%. Ich habe sogar letztens mal wieder einen puren Kopf Pinkman geraucht, was bei mir eigentlich fast nie passiert ist, weil Pinkman für mich vorher immer so ein Tabak war, den ich höchstens so zu 10%, 20%, vielleicht mal 30% mit reingemischt habe. Aber in letzter Zeit werde ich da irgendwie zum kleinen Pinkman-Suchti und deswegen auch auf jeden Fall in der Top 10 mit drin. Nächster Tabak auf unserer Liste, der Revoshi Strong Dab. Haben ja bestimmt einige von euch in meinen Insta-Stories mitbekommen, dass ich irgendwie in letzter Zeit immer mal häufiger wieder eine kleine Doppelapfelphase schiebe. Und das geht vor allem auf die Kappe von diesem Tabak, dem Revoshi Dab Strong. Ein Doppelapfeltabak, der für mich krank eingeschlagen ist. Also dieser Tabak hat mich so heftig abgeholt, das war unerwartet ohne Ende. Ich habe dazu auch noch ein eigenes Review, könnt ihr euch sehr gerne nochmal angucken, aber einfach einer, nicht einer, für mich einfach der beste Doppelapfel, den es im Moment gibt, hat mich wieder komplett abgeholt, hat mich wieder sehr, sehr viele Köpfchen Doppelapfel rauchen lassen. Ist jetzt auch schon die dritte Dose hier, die ist noch zu, das ist meine Vorratsdose, aber die erste habe ich schon weggeballert, die zweite ist schon fast leer und dann kommt schon wieder fast die dritte, also der geht bei mir auch irgendwie im Moment andauernd. Das sind irgendwie immer so Tage, an denen ich dann auch nur Doppelapfel rauche und dann mal wieder eine Woche nicht. Aber in letzter Zeit sehr, sehr häufig bei mir an, der Revoshi Dab Strong. Platz Nummer 4, der Holster Bloody Punch. Der war ja das letzte Mal auf dem Platz 1. Der hat ja auch auf jeden Fall den Platz 1 verdient. Aber ich muss sagen, ich rauche ihn nicht mehr so unglaublich krank viel, wie noch vor 3, 4, 5 Monaten. Aber immer noch ein sehr, sehr gern gesehener Tabak in meinen Daily-Köpfchen und deswegen auch auf jeden Fall auf Platz 4, aber eben nicht mehr auf Platz 1. Da ist was anderes. Bevor wir in die Top 3 kommen, Leute, lasst mir sehr, sehr gerne noch ein Abo oder einen Daumen nach oben da, wenn euch die Videos hier gefallen. Es sind nur ungefähr 40% bis 50% der Leute, die die Videos gucken, auch wirklich Abonnenten. Das hilft einem YouTube-Channel ungemein, deswegen wäre es sehr korrekt, wenn ihr euren Support in Form von einem Abo und von einem Daumen nach oben noch da lassen würdet. So, kommen wir in die Top 3. Und den Platz 3 hat gemacht der Shades Quickie. Ein Kiwi-Tabak, der auch einfach genau das ist. Eine sehr, sehr leckere Kiwi-Note, die ich aber in so unglaublich vielen Mischungen mit drin habe, dass sie einfach definitiv in der Top 3 drin sein muss. Es gibt auch noch eine von Savu, die auch noch sehr, sehr gut ist. Und es gibt auch noch einen Dark Blend Kiwi, zu dem wir gleich noch kommen, der auch sehr, sehr nice ist. Aber der Shades Quickie, einfach ein guter Kiwi-Tabak, der vor allem bei mir sehr, sehr oft mit Traube läuft. Also Traube-Kiwi ist wahrscheinlich die bei mir am häufigsten gerauchte Mischung, die ich überhaupt habe und deswegen muss er auch in die Top 3. Platz Nummer 2. Bei mir auf jeden Fall der Must-Have Kiwi Smoothie. Ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich mich ärgere, dass dieses Ding hier nicht in meiner Top 5 Must-Have-Liste mit drin war. Dasselbe habe ich euch auch beim letzten Mal schon erzählt und das zählt auch immer noch. Das ist für mich mittlerweile sogar der beste Must-Have mit Abstand. Also Kiwi Smoothie klingt erstmal nur nach einem Kiwi-Tabak, ist aber ein Kiwi- und grüner Apfeltabak. Das Ganze eben auf dem klassischen Dark Blend von Must-Have. Zu krasses Ding, weil ich eben ja schon den Quickie hatte. Ich rauche super oft Traube und Kiwi und dann ist für mich eigentlich nur die Frage, will ich jetzt einen Virginia-Kopf rauchen oder will ich was mit Dark Blend rauchen? Wenn ich was mit Dark Blend rauchen will, dann wird es der Kiwi Smoothie. Wenn ich was mit Virginia rauchen will, dann wird es der Shades Quickie. Und so entscheide ich das dann einfach. Aber auch in anderen Mischungen unglaublich nice und einfach sau oft an bei mir. Ich will gar nicht wissen, wie viel ich von dem in den letzten paar Monaten verraucht habe, aber es ist wirklich selten geworden, dass der nicht mit drin ist in dem Kopf. Platz Nummer 1, ohne Verpackung, weil ich mir immer die Kilos hole und das Ganze dann umfülle. Aber wer hätte es gedacht, es ist der Holster Grape 2 mit einem Shot. Der Shot muss auf jeden Fall dran, Leute. In Deutschland haben wir ja durch TPD 2 das Minz- und Mentholverbot bekommen. Das heißt, an Tabak, an fertigem Tabak darf keine Minze mehr dran sein. Wenn man jetzt eine Traube und einen Minztabak haben will, dann muss man sich eben den Holster Grape 2 holen, plus noch den Minzshot dazu, den neuen fertigen Black Nana und viele andere von diesen Traube-Minze-Lösungen. Das ist kein Traube-Minze, das ist Traube. Und Cooling für mich ist der krasseste Tabak in meinem Leben, in meiner Raucherfahrung ist einfach Traube Minze. Ich kann das Zeug die ganze Zeit rauchen. Ich glaube gestern Abend, ne nicht gestern Abend, aber gestern über den Tag habe ich glaube ich auch 4 Köpfe geraucht und es war 4-mal Traube Minze drin. Ich glaube 2 waren pur, dann habe ich einen mit Leime geraucht und einen noch mit irgendwas anderem. Aber Leute, Grape, das ist, Traube ist bei mir einfach Liebe und meiner Meinung nach der beste Traube im Moment, Holster Grape 2 mit dem Minzshot. Ich mache übrigens einen ganzen Minzshot, also 10 Milliliter auf 200 Gramm. Wenn ihr euch dann ein Kilo holt, müsst ihr natürlich 5 Shots drauf machen oder ihr holt euch den großen Shot.
Das ist meine Top 10, Leute. Schreibt mir gerne eure in die Kommentare. Lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Daumen nach oben, Abo nicht vergessen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut.